Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Hier haben wir gestern aufgehört, als Fallout ausgefallen ist und wir müssen den Typen hier bringen. Easy. So, kommt hier noch was raus? Ich schütze und diene. Ich dachte, ich habe dich umgebracht. Hä? Naja. Wer findet, dem gehört's, richtig? Ganz genau, mein Freund, ganz genau. So, das nehmen wir mal alles mit. Kein Starkern hier, wie ich sehe. Das ist nur rotes Licht. Ja, schade. Ich würde dann glatt behaupten, wir ziehen weiter. Nehmen das nächste Ding ins Kirchensein. Aha! Ein Starkern. Wunderschön, fehlen nur noch 10. Den Geruch vergisst man nicht. Hoffentlich geht er wieder raus. Wir haben 27, ne? Ach, hier geht's auch noch weiter mit dem Schlüssel des Geschäftsführers. Oder hier gibt's rein wahrscheinlich, ne? Mein Ort ist so befestigt. Egal, ein Starkern mehr. Ich bin glücklich. Und wir reisen somit. Ja, es gibt 3 Bereiche. Oder was? Ne, mehr. Heißt es ja. Kann ich aber nicht aufteilen. Das geht doch nicht. Egal. Egal. So, waren wir da schon irgendwo? Nein. Kann ich dahin reisen und von da aus weiterziehen? Das wäre schon cool. Ich würde es bevorzugen. Müssten wir nicht so weit laufen. Gut, ja, das heißt, das nächste, also Müllplatz gebe ich auf jeden Fall dem Brudel. Das ist ganz klar. Weil da gehören die hin. Kann ich hier nicht einfach rüberfliegen? Ich bin jetzt hier. Schauen wir mal, ob ich ein bisschen tricksen kann. Das sieht sogar richtig gut aus. So, das da hinten ist richtig, ne? Wir warten noch mal kurz, bis wir genug Ausdauer haben, um darüber zu fliegen. Und dann haben wir eine Menge Zeit gespart. Ja gut, das hätten wir auch nicht sparen müssen, ne? So, was leuchtet da hinten so? Ach, das ist Feuer. Ich liebe es bei Nacht, weil ich da alles sehen kann. Als wäre es Tag. Bräuchte ich für meinen Helm. So eine Night Vision. Die man aus- und anschalten kann, wie das normale Licht. Das wäre sau cool. Das wäre richtig cool. Wieso habt ihr das nicht gemacht, Bifesta? Ah, ich vergaß. Ihr guckt ja mein Let's Play. Ach, so hat man auch Night Vision. Guckt euch an. Wer braucht denn schon Night Vision, Alter? Man hat doch den Watzenmodus. Kitty Kingdom. Oh, das ist gruselig. Hier möchte ich meine Kinder nicht ablegen. Vielleicht schon ablegen. Ja, Zero legt seine Kinder ab. Scheint, als hätten wir wieder mal einen ungebetenen Gast im Park. Los, los, meine Freunde. Die Show beginnt. Wobei ich nicht glaube, dass du es bis zum Theater schaffst. Sollen wir Wetten abschließen, wo es hingeht? Was meint ihr, Freunde? In die Tunnel? Ins Funhaus? Ein magisches Königreich. Was ist los, Blechmann? Kannst du den Zauberer nicht finden? Ich hätte dich ja eigentlich für die Vogelscheuche gehalten. Okay, da kann ich nicht rein. So, Zeit mal wieder die Waffe zu wechseln, ne? Ins Gesicht! Das heißt, wir müssen jetzt diese Locations besuchen, ja? Aber wer soll hier sein? Vorsicht, vor wem? Vor wem? Hier ist auf jeden Fall Gift oder so. Gefällt dir dieser tolle leuchtende Nebel? Fühlt sich doch super an. Das ist Red. Sprengler sorgen überall im Kitty Kingdom dafür, dass es angenehm kühl ist und du immer schön verstrahlt seist. Ach, cool. Verdammt.
Das hat doch Spaß gemacht, was, Boss? Total. Riesenrad. Dann gehen wir mal aufs Riesenrad. Vielleicht finden wir hier ein bisschen was Schönes. Die Radioaktivität ist ein bisschen zum Kotzen. Aber naja, was willst du machen? Ich muss immerhin diese Starkerne finden. Ja, scheiß Radioaktivität, ich weiß. Jetzt zick mal nicht so rum. Red X. Naja, immerhin etwas. Kranienfleisch. Jawoll. Gute Zahnbürste brauche ich nicht unbedingt. Zähne putzen, pff, das macht man in der Zukunft nicht. In der Zukunft macht man sich nicht sauber. Macht man sich nur dreckig mit Blut. Oh, hier ist wenigstens keine Radioaktivität. Was bist du? Verbrannter, bemalter Ghoul. Der arme Ghoul. Oh, hat bei vierfachen Schaden überlebt. Das kriegen nicht viele hin. Easy. Ich hab hier doch schon alles angegriffen. Noch nicht. Allein schon bemalter Ghoul. Das ist voll fies. Wer bemalt die denn überhaupt? Wenn sie schlafen, seid ihr krank? Bemalte Ghule. Oder waren das die Kinder? Die Geister. Guckt euch an. Der ist so krank. Ja, auf. Lass mich gucken. Oh, Gefahr? Nein. Nicht der Arm. Nicht der Arm. Der Kopf, bitte. Wie so ein Mädchen zugeschlagen. Ha. Kann ich mir schon mal ihr Zeug reservieren? 200 XP. Alter Schwede. Und die Radioaktivität hier. Leck mich doch. Ich mag diesen Ort überhaupt gar nicht. Wir müssen hier ganz viel Red Away einsetzen, was uns ganz, ganz durstig macht. Und was leuchtet da blau? Da kommen wir doch, oder? Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht zu lange rumlaufen. Es ist Licht. Hallo Ghoul. Legendärer Ghoul, muss man dazu sagen. Kritischer, bitte. Ja, gut. Erschieß sie! Beiß sie! Schluss nicht fe- Wahrnehmung einfach bekommen. Naja, gut. Hätte schlimmer sein können, wir hätten nichts bekommen können. Was soll das mit deinem scheiß Gift? Ah, hallo. Noch ein legendärer Ghoul. Erschreckt mich nicht so. Reduziert den durch Maloks und Insekten verursachten Schaden 15. Ja, ja. Bräuchte was gegen Roboter. Also wir sind wieder durch. Guten Ghoul müssten wir haben, ne? Und Radioaktivität. Ja, ganz cool. Wir brauchen einfach Resistenzen gegen alles. Ne? Da bist du ja. Mr. Ghoul. Netter Versuch, Arschloch. Der einfach beim ersten Schuss nicht sterben möchte. Warum auch immer er sich weigert. Der schaltet das überall an, wo wir langlaufen. Der kleine Penner. Fast ein Viertel Radioaktivität genommen, ey. Oh, diese Gegend, ne? Ich will hier schnell wie möglich raus. Schnell wie möglich. Ah, da liegt noch einer. Will hier nicht überrannt werden. Lieber einmal mehr gucken. Oh. Zeit zum Spiel. Ich
Hey! Wie viele legendäre Ghule sind hier noch? Von dir wird nichts mehr übrig bleiben, wenn so, die anderen, die gammeln da hinten ja ab. Linker Arm! Alle 20 Sekunden eine Chance von 30% Nahkampfangreifer in Brand zu setzen. Oh, das ist cool. Bemalter Ghoul. Hier, komm. Oh! Headshot. Sag mal, könnt ihr das mal lassen? Oh, ich will mich um die legendären Ghule kümmern hier. Ach, der ist schon tot. Besser wissen sollen. Drei legendäre Ghoul auf einen Haufen. Sturmgewehr. 150 Schadensresistenz beim Nachladen. Oh, was? Brennen Sie nieder. Das ist doch nicht dein Ernst. Da kommt ein verkackter Ghoul an. Ah, ich will doch nur diese legendären Ghoule haben und wann habe ich gespeichert? Ich will es gar nicht wissen. Oh Gott, ich dreh durch, dreh durch. Ach, come on. Kann ich den ganzen Scheiß hier nochmal machen? Ne, ich weiß nicht. Ich bin nicht mal hochgekommen. So eine Miete. Okay, warten wir kurz ab. Und warum leben? Warum verabscheust du mich? Ich habe nie etwas getan. Vielleicht deswegen, weil ich nie etwas getan habe. Aha! Okay, nur noch hier rüber jumpen. Tschüss, Versionskern. Gut. Wir massakrieren uns jetzt hier einfach durch. Dann ist gut. Ich meine, im Dunkeln ist das ein bisschen schlecht. Aber, da wir auf Ghoule treffen, nehme ich einfach die Shotty. Meinen schönen Krüppeltyp, den wir schon seit langem haben. Respekt an meinen Krüppeltypen. So. Hey Leute! Scheint, als hätten wir wieder mal einen ungebetenen Gast im Park. Los, los, meine Freunde! Die Show beginnt! Du redest mit Ghoulen. Ich glaube, dass du es bis zum Theater schaffst. Sollen wir Wetten abschließen, wo es hingeht? Was meint ihr, Freunde? Er dreht sich einfach die ganze Zeit. Ins Wasserhaus! Ja, ich werde hingehen. Es wird zwar schwer, jetzt hier durchzugehen, ohne wirklich viel Schaden zu nehmen. Weil wir sind dazu eigentlich ausgelegt, dass wir schleichen. Ich sehe dich. Gefällt dir dieser tolle leuchtende Nebel? Fühlt sich doch super an. Hui. Sprinkler sorgen überall in Giddy Kingdom dafür. Das ist an. Und du immer schön verstrahlt bleibst. Hallo, legendärer Ghoul. Bist du genauso verwirrt wie die anderen? Was ist los, Blechmann? Kannst du den Zauberer nicht finden? Ich hätte dich ja eigentlich für die Vogelscheuche gehalten. Was ist los? Ist das nichts für dich? So, beschleunigt die Regeneration deiner Auktionspunkte. Das ist cool. Warum bekomme ich jetzt so coole Sachen? Woher habe ich nicht so coole Sachen bekommen? Massaker, kommt her! Wo seid ihr? Ich bin normalerweise der ruhige Typ hier, aber heute. Heute geht's so ein bisschen spezial. Hey! Achso, das Geschütz. Da war hier was. Oh, ich komme mal von der Seite. Ja, komm, geh nach Hause mit dem Scheiß. Haha. Der Cheater meldet sich zu Wort. So. Kommt her, ihr Spackos. Ich weiß, dass hier einer liegt. Oh, ich hab keine AP. So ist mein Typ schon wieder tot. So, wo hängst du rum? Achso, der Ghoul.
Was ich vom Ghoul fertig machen lassen. Bitte dich. Immer schön auf die Beine zielen. Der Rest ist easy. So. Ignoriert 30% des Schadens und der Energieresistenz. Coole Nummer. So, wo liegt so? Oh. Du hast Spaß, ja? Ich sehe das schon. Wo sind sie? Siehst du sie? Ja, sie sind tot. So, wo sind wir jetzt lang gegangen letztes Mal? Hier durch, ne? Surprise, Motherfucker! Und auf die Knie mit dir. Runter mit euch. Die kleinen Wichsvisagen. Aha. Und da liegt der andere. Liegst du auch? Nein. Kurz gespeichert. Hier ist ja nichts Großartiges. Nehmen die mich mit, wenn ich hier stehe? Hui. Okay, besonders helle bist du wirklich nicht. Warum nicht? Au. 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 Okay, die Dinger tun mir weh. Das habe ich nicht befürchtet. Naja, ich habe zum Glück gespeichert, bevor ich da hingegangen bin. So. Ach, doch ein Kuh. Bist du nicht ein bisschen zu groß dafür? Hauptsächlich am Bauch? Obwohl wir manchmal für Schwachmaten wie dich Ausnahmen machen. Halt's Maul, ich gehe jetzt mal aufs Essen. Beleidigt mich einfach, ich werde zu fett. Bin nicht fett. Ich esse nur gut. Wo sind die ganzen Legendären hin? Der ist zu fett dafür. Guckt euch an, diese Schwabbelschwarte. Wo sind die Legendären? Ich hatte drei Legendäre. Die sind einfach weg. Verflucht. Du bist auch nicht legendär, aber du bist fett. Immer schön ins Gesicht halten, das Ding. Das ist richtig. So, ist mein Kompagnon wieder tot? Was sieht denn ernst? Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat Kuchen? Weiß ich, schlitz sie auf. Hä? Ich habe euch doch gerade nicht besiegt. Oder habe ich den Spielstand geladen? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Eröffnet das Feuer! Die dachten wohl, die hätten eine Chance. Bin ich zwischendurch gestorben, bevor ich da rumgealpert habe auf dem Ding? Was ist los? Ist das nichts für dich? Gut, das ist tödlich, das kennen wir schon. Aber ich möchte gerne eins dieser Gebäude betreten. Ah. Stimmt mit dich? Junge, stimmt mir nicht. Ah, ich bin durstig. So, Angestellten-Tunnel. Gucken. So, jetzt können wir wieder rumschleichen. Jetzt sind wir im neuen Land. Wir brauchen eine Power-Rüstung für dich, mein Freund. Du kriegst meine alte, weil ich mit der neuen rumlaufe. Hallo? Ah. Du bist wenigstens nicht bemalt. Nicht so lächerlich wie die anderen. Das Wasser. Gott.
Scheiße. Ich hasse es, nass zu werden. Ich hab meine Flaschen aufgefüllt. So, mehr Wasserflaschen habe ich nicht. Mal gucken, wie viel schmutziges Wasser habe ich bekommen. Zwölf? Ich habe ja wohl viel mehr Flaschen aufgesammelt als zwölf. Bitte dich, ich hätte den ganzen Fluss da aussaugen können mit meinen Flaschen. Bullshit. Das ist nur Monsterkarotten, Alter. Ich weiß nicht, ob die sich so gehören, so groß. Aber wir gehen hier erstmal hoch. Ja, ja, ich weiß. Auch ein Arzt. Nuka World. Da gehen wir zum Schluss hoch. Erst gehen wir mal hier lang. Ist hier sonst keiner? Jetzt? Stille? Ein Ghoul? Bei so viel Staub war schon lange niemand mehr hier. Ein einziger verschissener Ghoul? Das ist doch ein Witz. Da habe ich mit mehr gerechnet. Aber hier geht's wenigstens weiter. Flüchtlingsterminal. An diesem Ort gibt's mehr, als man zuerst vermuten würde. Was, Boss? Bisher gibt's hier nichts. Nicht mal Gegner. Benutzeraufzeichnung. Es ist wirklich passiert. Der Feind hat uns tatsächlich bombardiert. Zum Glück haben wir alle an den Plan gehalten. Wir konnten nicht alle Parkbesucher überzeugen, aber ein paar von ihnen haben sich mit uns in die Angestellten-Tunnel gerettet. Oswald und Rachel haben dort unten richtig große Vorräte angelegt. Wir haben Lebensmittel, Konserven und Saatgut, Wasser aus dem Pumpensystem, Werkzeug, Holz, eigentlich alles, was man so braucht, bis auf Waffen. Das war Michels Aufgabe und wir wissen nicht, ob er überlebt hat. Wir müssen einfach die Ruhe bewahren und die Sache durchstehen. Dieser verrückte Hund. Seit dem Bomben ist etwa eine Woche vergangen und wir alle hatten Mitchell schon abgeschrieben. Dann taucht er auf einmal auf. Dann taucht er auf einmal in einem Militärfahrzeug vollgestopft mit Waffen, Sprengstoff, Lebensmitteln, Medikamenten, Chemikalien und anderen Dingen wieder auf. Er meinte, er hätte alles gefunden, was wir bräuchten, um uns in Kitty Kingdom zu verschanzen. Er hatte Blutflecken auf dem Hemd, aber als Oswald ihn darauf ansprach, wiesen wir ihn zurecht, dass er Mitchell in Ruhe lassen solle. Ja, Mitchell ist ein verrückter Hund, keine Frage, aber im Moment habe ich ihn lieber auf unserer Seite. Ich will mich auf keinen Fall mit ihm anlegen. Wir sprengten also die Wartungstunnel zu den anderen Parkbereichen. Wenn sie die Lage in ein paar Wochen beruhigt hat, werden wir nach draußen gehen und den Eingang verbarrikadieren. Strahlungstürme. Die Kämpfe draußen haben etwas nachgelassen und wir haben den Eingang zum Kitty Kingdom verbarrikadiert. Als wir fast fertig waren, zog im Osten auf einmal ein seltsamer Sturm auf. Wir hatten kaum Zeit, die Barrikade fertigzustellen. Und als der Sturm uns traf, tat er das mit aller Härte. Ich habe schon viele Stürme erlebt, aber dieser hier war anders. Fast wie ein Tornado mit grünen Blitzen, die über den Himmel zuckten. Die meisten von uns konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, aber ein paar wurden vom Sturm erfasst und fortgerissen. Wir saßen stundenlang fest, während der Sturm über unseren Köpfen wütete. Er muss den Fallout aus Boston mit sich getragen haben, denn wir sind seit Wochen krank und ein paar von uns sind bereits gestorben. Und diejenigen von uns, die nicht tot sind, verändern sich. In den Videos war davon nie die Rede. So. Irgendeine Krankheit. Wir leben jetzt schon seit über 100 Jahren hier unten. 100 Jahre. Die Veränderungen haben uns alle betroffen. Unsere Körper scheinen sich an die Strahlung angepasst zu haben. Unsere Gliedmaßen sind verdreht und deformiert. Aber wir fühlen uns nicht mehr krank. Leider scheint die Veränderung auf manche von uns mehr Einfluss zu haben als auf andere. Zuerst war es Mitchell, dann Hermann. Sie hörten
auf zu reden und laufen nur noch grunzend durch die Gegend. Wenn wir versuchen, sie zurückzuhalten, werden sie aggressiv. Wir haben schon alles versucht. Wir haben mit ihnen geredet, ihnen Medikamente gegeben, alle möglichen Mittel gegen Erkältung oder auch andere Krankheiten. Aber was auch immer es ist, wir können scheinbar nichts dagegen tun. Rachel ist überzeugt, dass es sich um eine Krankheit handelt. Und darum nennen wir es einfach Krankheit. Ich bete, dass wir eine Lösung finden, bevor es uns alle erwischt. 100 Jahre. Du hast aber Zeit gelassen, um den letzten Eintrag zu schreiben. Toll. Bist du ein schöner Marsch. Cool. Ist ja entzückend. Sieht gut aus, Boss. So, das heißt, der Typ, der mit uns geredet hat, wird ein Ghoul sein. Der Ghoul, der hier schon seit längerem lebt. Und deswegen hetzt er seine, in Anführungszeichen, Freunde auf uns. Und wir töten sie alle. Huhu. Bin schon so ein Badass. Dass ich da durchgepasst habe. Naja. Oh, die haben sich das hier echt bequem gemacht, muss man schon sagen. Wieso hast du schon wieder dein Kostüm nicht an? Du weißt schon, dass Nuka Leute feuert, wenn sie aus ihrer Rolle fallen, oder? Ja, natürlich war das nur Spaß. Aber im Ernst, mit Clown-Make-up lassen sich Eindringlinge leichter vertreiben. Und da ist ein neuer im Park. Nein, ich glaube nicht, dass das dieses Mal funktionieren wird. Irgendwas ist bei dir anders. Ich möchte ihn jetzt einfach erschießen. Siehst du, das kann ich auch. Und jetzt hör auf zu zappeln. Tut mir leid. Ich weiß, du kannst nicht anders. Wir müssen nur durchhalten, bis sie mit dem Heilmittel zurück ist. Dann vertreiben wir die Raider und bringen die Farm in Ordnung. Wir arbeiten dran. Versprochen. So. Wieder in der Rolle. Ich muss noch ein paar Überraschungen für unseren Besucher vorbereiten. Du findest bestimmt allein raus. Er ist ein Magier. Lol. Okay. Wie gesagt, es ist einer dieser Überlebenden. Und da soll ich runtergehen und das Viech töten? Also ich muss nicht, aber ich will. Ich bin mal alter Ghoul. Komm, gehen wir runter und geben ihm aufs Maul. Tja, jetzt wissen wir wohl, woher die ganze Strahlung kommt, was? Das erklärt einiges. Hier hat er die Ghule bemalt. Er hat die Ghule bemalt. Um Leute abzuschrecken. Kranker Typ. Ja, und die Strahlung kommt natürlich von hier. Ja, klar. Ja, er weiß doch, dass ich hier bin. Erzähl mir keinen, ich habe gerade deine Mutter umgebracht. Glaube ich. Hoffe ich. Anstatt mit mir zu reden, nein, versuch mich zu töten. Na gut, Freunde, ich glaube, wir haben heute ein bisschen überzogen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann werden wir sehen, wie es in dem nächsten Gebäude aussieht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.